So, was geht ab, meine lieben Zuschauer? Herzlich willkommen erneut auf meinem Kanal hier. Es geht wieder mal weiter mit den Autos. Ich höre gerade schon, es kommt was an. Ja, also heute im Text ist der W212 dran, den ihr in einem der vorherigen Videos schon gesehen habt, der leider einem Unfall zum Opfer gefallen ist. Ja, ich hatte ja bei meiner C-Klasse den Fehler gemacht, dass ich die Haube unbedingt selber aufgebaut habe. Und dabei ist sie mir dann aus der Hand gefallen und den Fehler will ich bei dem Auto jetzt nicht machen. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt. Und ja, es geht dann gleich schon los. Viel Spaß mit dem Video und lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen da, wenn euch das Thema an sich gefällt. Bis gleich. Wisst ihr, wenn man mit Mikko schraubt, dann bringt er kein Werkzeug mit, sondern Verpflegung. Er denkt immer an Verpflegung. So, also, natürlich sind die Teile alle schon ausgepackt, die ich gekauft habe, weil die mussten ja lackiert werden. Auf jeden Fall, ja, die lackierten Teile, das ist halt uninteressant. Lackierte Teile habt ihr immer schon gesehen. Was noch nicht ausgepackt ist, ist hier der ganze Plastikkram hier, Grill und so weiter. Die ganzen Gitter, Unterbodenverkleidung, also das volle Programm quasi. So, also es geht dann gleich mal los mit dem Fahrzeug. Ja, meine lieben Freunde, also den Kotflügel haben wir jetzt soweit angepasst bekommen. Vorne würde ich fast behaupten, also vom Spalt her passt das, aber vorne muss die Haube, hier muss dieser Abstand halt ein kleines Stückchen reingeschraubt werden, damit die Haube vorne noch ein wenig mehr eintaucht, sage ich mal. So, wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Kotflügel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also, magst du einmal die Augen zumachen? Der zweite Kotflügel ist jetzt auch dran soweit. Das ging relativ zügig. Hier genau dasselbe Spiel. Hier muss halt auch vorne bei der Haube unten diese Gummianschlagspuffer. Da, die Dinger da, die muss man halt einstellen, damit man die Haube vorne noch 2-3 mm runter bekommt. Das mache ich dann zum Schluss gleich noch, wenn die Scheinwerfer drin sind, weil jetzt bauen wir die Scheinwerfer rein. So, schaut euch das mal an. Wenn ihr so eine Stoßstange bestellt, ich weiß nicht, ob das, weißt du, ob das bei einer originalen E63 Stoßstange auch so ist? Boah, ich denke nicht. Ich weiß nicht. Jedenfalls habt ihr hier nicht. Für den Transport haben sich die Leute, die das herstellen, was überlegt, nämlich hier. Die haben hier so Transportlaschen, damit das hier nicht kaputt geht. Hier sind welche drin und da sind welche drin und die müssen halt raus. Und das machen wir jetzt ganz vernünftig mit einem Dremel. Also es steht Dremel drauf, das ist aber die Marke. Wie heißt denn dieses Ding eigentlich richtig? Miniflex. Sagen wir Miniflex. Teile von Übersee. Die Originalteile. Immer eine Nase. Das riecht immer gleich, ne? Riecht das nach. Oh, das riecht nach Geld. Ja, das ist alles fester, ne? Bei Mercedes, die Teile sind irgendwie weicher. That doesn't sound good. So, also, wir haben das Auto jetzt mal rausgefahren, damit man einfach mal beim Licht sieht oder im Licht sieht, wie das Ganze halt, man kann einfach besser arbeiten, wenn ein bisschen mehr Platz ist. Da muss ja im Endeffekt jetzt nur noch ein Scheinwerfer und die Stoßstange ran, ein bisschen eingestellt werden und das finde ich besser, wenn man es im Tageslicht machen kann. Von daher, ja, jetzt ist hier auch ein bisschen Platz in der Stoßstange, in der Garage und ich kann die Stoßstange hier gleich bequem zusammenbauen und komplettieren. Und dann kann sie da später bzw. morgen an das Auto dran. So, weiter geht's. Der hat richtig Hunger, Digga. Was essen wir gleich? Fasten. Das Video ist doch aber alt. Hast du vergessen? Achso, ja. Stimmt. Wir fasten nicht. Okay.
Ey, ich muss so husten, seitdem ich in dem scheiß T5 saß. Ich hab Schimmel in der Lunge. Jetzt aus, die sieht schon richtig so zusammengebaut, macht sich schon echt was her. Ich liebe das. Guck mal, das Ding ist, früher haben wir so lange gebraucht für so eine Stoßstange. Kannst du dich noch erinnern? Ich schwöre dir. Junge, Stunden, weil wir nichts wussten. Jetzt zack, 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 man weiß ganz genau, das muss so und so klingen. Wenn das Geräusch nicht kommt, dann passt noch was nicht. In dem Zuge, Leute, ich habe gestern gesehen, dass viele Leute, die meine Videos gucken, ich glaube, 90% der Leute, die meine Videos gucken, sind keine Abonnenten. Ihr könntet das ja mal ändern, indem ihr ein kostenloses Abo da lasst. Damit könnt ihr mir helfen und das kostet euch gar nichts. Hilft mir aber auf jeden Fall zu sehen, welche Themen ankommen und welche nicht. Wenn das halt immer Leute sind, die kein Abo haben, ist das ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Hier seht ihr übrigens die fertige Stoßstange, Leute, einmal so zusammengebaut. Da werde ich nochmal rangehen. Den Spalt sieht man zwar von oben nicht, hatte ich glaube ich schon erwähnt, aber mich stört das, deswegen werde ich da gleich nochmal schauen, wie ich das handhabe. Ich habe hier ein, zwei Ersatzteile noch besorgt von Mercedes. Die fehlten nämlich dort zum richtigen Befestigen der Stoßstange an der Seite. Und dann geht's gleich los. Ich baue jetzt noch den zweiten Scheinwerfer an die Front ran. Stell den auch noch ein und dann kommt die Front auch schon ran, ne? Wir sehen uns dann gleich. So, wir machen jetzt mal die Stoßstange einmal ran und gucken mal, wie gut das alles sitzt. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zum Ende des Videos. Lächel mich doch noch süßer an. Ich beende jetzt das Video hier, weil da sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die mich stören. Da werde ich mal schauen, wie ich das mache. Der Abstand beim Kotflügel und hier vorne, also das sind noch so Kleinigkeiten, ich zeige euch das mal eben. Hier der Abstand, da sind noch so Laschen, die da reinkommen, womit man das einstellen kann. Dann diese Löcher für PDC. Dieses Fahrzeug ist ja ausgeliefert worden ohne PDC. Da kommen noch Blindstopfen rein, die ich beim Lackierer liegen gelassen habe. Ich schaue mal, ob ich noch ein separates Video dazu mache. Aber so im Großen und Ganzen sieht das schon ganz fresh aus. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses Auto gut. Jetzt schaut nicht, der Farbunterschied sieht hier noch gewaltig aus, weil das restliche Auto einfach super dreckig ist und schon Ewigkeiten draußen gestanden hat. Und mit den frisch lackierten Teilen sieht das natürlich einfach mal aus wie eine andere Farbe, aber das lässt sich noch ein bisschen anpassen mit Polieren und Waschen vor allen Dingen. Das mache ich dann mal die Tage. Ja, ihr habt schon gehört, der Motor ist wirklich sehr, sehr laut aus irgendeinem Grund. Da muss ich dann auch mal schauen, was das ist. So, wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann bleibt einfach dran, hinterlasst ein Abo, macht den Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und dann können wir weiterhin solche Projekte machen. Macht's gut, Leute!